Mir ist die Sendung ein bisschen zu unromantisch. Mehr Romantik würde ich einfordern. Und zwar wäre es doch schön, wenn Oliver sich jetzt unsterblich verlieben würde. Hm? Olli, du suchst jetzt dein Herzblatt. Nimm doch den Kopfhörer mit, setz ihn dir schön auf. Gib mir schnell den Kopfhörer. Setz dich dort bitte mit dem Rücken zu uns auf den Hocker. Olli? Gut, also. Olli muss jetzt herausfinden, wer diese Herzblätter sind. Und zwar Mirja. Du bist eine durchgeknallte Lehrerin mit Buchstabierzwang und dem Hang dazu, die Worte zu tanzen. Wieso? Weil ich es schön finde. Barbara, du bist die nervigste Sitznachbarin, die man sich in einem Kino vorstellen kann. Ja. Ja. Und Tätje. Ja. Das war's schon. Du als passionierte Tierschützerin hältst Oliver für das letzte freilebende ohne Haaräffchen. Oh ja, das ist ja wirklich. Den sogenannten Glatzgorilla. Oh, ja? Also ihr seid jetzt die drei Herzblätter. Nehmt bitte Platz auf den Hockern, so in der Reihenfolge, wie ich euch aufgerufen habe. Und ich weiß es doch. So! Hä? Hast du deins noch? Oliver. Ja? Hier ist dein Herzblatt. Okay. Ja, Kandidatin Nummer 1. Es ist unser erstes Date und ich habe gleich mal eine intime Frage. Wie weit gehst du beim ersten Date? G-A-N-Z, W-I-T, B-E-I-T, meine ich. Kandidatin 2, wie weit gehen wir beim ersten Date? Also wir gehen erstmal ins Kino und vorher kaufen wir Popcorn. Wir nehmen ein Radio mit. Wir haben unseren eigenen DVD-Rekorder nochmal mit dabei. Ich habe mein Handy an. Ich kann meine Mama noch zwischendurch anrufen und sie dir vorstellen. Und dann knutschen wir ganz doll. Ich werde tierisch laut und es wird so geil. So geil. Und gleich kommt die geilste Stelle. Gleich kommt die geilste Stelle. Ey, pass auf, pass auf. Gleich. Okay, G-E-I-L. Ja, vielen Dank. Ja. Bei Nummer 3 müsste ich eigentlich als erstes fragen, was machst du hier? Nein, aber ich frage auch dich, wie weit würdest du gehen beim ersten Date? Also ich würde wahnsinnig weit gehen, du würdest dich bei mir auch wohlfühlen. Also mein, vielleicht ist es ein bisschen befremdlich für dich, so ein geschlossenes Schlafzimmer. Vielleicht können wir auch in den Garten gehen. Aber erstmal muss ich sagen, freue ich mich wahnsinnig, dass ich mit dir keinen Ärger habe, was das Waschbecken angeht. Also du verlässt das ja immer alles sauber. Das sind doch wieder mal drei schöne Gründe, Single zu bleiben. Kandidatin 1, ich stelle dich meinen sehr konservativen Eltern vor. Was tust du, um sie zu beeindrucken? ITH. S-P-R-E-C-H-E. Ü-B-E-R. Ja? M-E-I-N-E-N. B-E-R-U-F. Der wäre? S-A-G-N-I-C-H-T. Kandidatin 2, wie beeindruckst du meine Eltern beim ersten Date? Also, wir setzen uns alle in eine Reihe. Pass auf, die setzen sich vor mich. Dann lege ich ihnen erstmal die Füße über die Schultern. Warum müssen meine Eltern vor uns sitzen? Weil es einfach geil ist, wenn man jemand von hinten in den Rücken treten kann. Aha, okay. Ich stell mir gerade vor, wie ich nach der Hochzeit Kandidat 3 über die Schwelle trage. Sag mal, nee, auch an dich die gleiche Frage. Wie beeindruckst du meine Eltern? Okay, also deine Eltern würde ich so beeindrucken, so, ich mach's mal vor.
GOT, GOT. Ja, auf sowas fahren meine Eltern ab. Gut, Kandidatin 1, letzte Frage. Wir hatten einen furchtbaren Streit, es ist der nächste Tag, es tut mir ein bisschen leid. Was kann ich tun, um dich wieder zu versöhnen? Ja, A-L-S-O. D-O-P-P-E-L-P-U-N-K-T. Kann ich den Mittelteil nochmal haben, bitte? A-L-S-O. Ja. Aha. D-O-P-P-E-L-P-U-N-K-T. Ja. W-I-R. Hm? S-P-R-E-C-H-E. Ja. E-R-N-S-T. Ja. Ü-B-E-R. Mhm. A-L-L-E-S. Hm. N-O-C-H-M-A-L. Mhm. Ach. Das finde ich alles ziemlich S-C-H-E-I-S-Z-E. Egal. D-A-S-S-A-G-T-M-A-N-N-I-C-H-T. Kandidatin 2. Wie kann ich dich wieder für mich einnehmen nach einem schlimmen Streit? Du schenkst mir erstmal eine 100er Kinokarte. Ja, hab ich mir doch gedacht, ja. Waschkorb voll Popcorn und hältst einfach die Klappe, damit ich quatschen kann während der Filme. Natürlich, natürlich. Aber ich hoffe, es sind keine Tiere zu Schaden gekommen bei den Filmen. Irgendwie, das ist immer ganz wichtig. Das steht zwar beim Abspann, aber ich finde das voll wichtig, dass man sich da einsetzt. H-I, H-I. Hihi, genau. Wollte ich gerade sagen. Oder auch H-O, H-O. Abschließende Frage. Abschließende Frage an unsere Freundin von Greenpeace. Womit kann ich dich versöhnen nach einem heftigen Streit? Ja, womit könntest du mich versöhnen? Vielleicht könnten wir zusammen nach deinen Artgenossen suchen. Vielleicht hast du ja doch noch Familie. Ich weiß nicht. Vielleicht könntest du ja genau beschreiben, woher du kommst und dann finden wir was. Wir sind dann mit dem Jeep unterwegs und suchen dann nach deiner Familie. Ja! Das sind ja mal drei echte Pflegefälle. Ich würde mal in der Mitte anfangen, weil du bist genau die Frau, die im Kino leider immer hinter mir sitzt. Also ein echter Kino-Nervenarsch, der alle zum Wahnsinn treibt, weil er verrät, was er nicht passiert. Ja. Die bezaubernde Kandidatin 1, da bin ich mir noch etwas unschlüssig. Entweder ist sie als Kind in einen Topf mit Buchstabensuppe gefallen. Jetzt könnte sein, ja. Ja. Ist durchaus möglich. Oder sie hat beim Glücksrad gearbeitet früher. Das glaube ich nicht, weil sie hat ein Studium. Also Glücksrad sie hat studiert. Sie hat Buchstabieren studiert, Germanistik studiert. Okay. Sie leidet unter einem chronischen Buchstabierzwang, wenn es diese Krankheit gibt. Und ist von Beruf? Lehrerin. Ja! Ja! Um dir besonders zu gefallen, hat sie auch versucht, einige ihrer Sätze zu tanzen. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich hätte dich nehmen sollen, weil jetzt bleibt mir das hier. Ja. Das ist ein bisschen bitter. Ja, Mensch, also zwischendurch dachte ich... Das ist die Einzige, die dich wirklich versteht. Bitte? Es ist die Einzige, die dich wirklich versteht. Absolut, die Einzige, die mich versteht, ist ein Er. Nein, das ist kein Er. Ach so, er spielt ein Mädchen. Natürlich, hast du das nicht bemerkt. Natürlich, das hat man gemerkt. Natürlich, hör mal, pass auf. Also, dann bist du die Schwester von King Kong oder sowas? Nein. Aber er hat sich gelaust. Andersherum. Sie hält mich für einen Affen, ja. Ja, für das letzte lebende Exemplar des ohne Haaräffchens. Oh, also, das ist ja eine Frechheit. Oh, yeah. Aber das stimmt in der Sache.